Hier schon wieder. Da oben. Oder müssen wir raus? Gucken wir mal. Nee, wo müssen wir jetzt da lang? Ey, wie ich das umsonst darin gehe? Wie ist es da oben? Egal. Echt, da renne ich mich wieder an irgendwas. Nee, also wir werden jetzt zu Jonah gehen. Bloß, wo kommen wir jetzt da nochmal am besten hin? Ah ja, ich glaube jetzt. Ah. Genau, da müssen wir lang. Aber bevor wir zu Jonah gehen, will ich noch mal ins dieses Lager da zu dem Waffentypen. Oh, schneller! Ja, egal mit dem Missversteck jetzt. Das ist mir jetzt wegen einem Missversteck jetzt hier ein bisschen zu. Too much. Vielleicht habe ich hier eine bessere Übersicht. Adios. Adios, adios. 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 Da hinten. Adios, Satanatos. Schon wieder? Eleison, Imas. Ja, such doch mal. Adios. War das da, wo wir das Dokument da gesehen haben? Oh. Manche Sachen tauchen auch. Oh, ich stehe schon spät auf. Jonah, ich bin gleich da. Das sieht so aus, ne? Oh. Oh. Da hinten? Nee. Nee. Keine Ahnung. Ist ja jetzt auch Wurst. Wir gehen jetzt zu Jonah. Kommst mit? Manu, spring doch endlich hoch. Oh, ey. Und wieder umsonst. Mama, können wir uns keine Pfeile machen? Aber wir haben trotzdem noch genug Federn. Gut, also bevor wir zu Jonah gehen. Gehen wir nochmal zu Dingens. Zu dem Waffenladen da hinten. Und zwar ist der hier. Genau. Also, bis gleich.
So, halbnackt sind wir jetzt. Wenn wir erwischt werden, ja, sage ich, dass ihr mich mit vorgehaltener Waffe gezwungen habt, das Zeug zu klauen. Nichts für ungut. Jetzt stimmt's, was du gerade gesagt hast. Aber davor stand, stimmte das nicht. So, wir haben, wir haben 298, damit sind wir gleich wieder arm hier. Gewehr, Laserzielfernrohr, Gewehr, Granatenwerfer, ich weiß ja nicht. Was soll ich denn jetzt hier holen? Ich meine, 140, 140, Militärgewehr, taktisches Spezialgewehr mit hoher Schussfrequenz. Bereitschaftspolizeischrotflinte mit hoher Kapazität zur Bekämpfung größerer Gruppen. Das wollte ich eigentlich selbst nehmen, aber du bist die mit dem Gold. Ich hätte auch das andere hier gekauft. Hättest du doch bald können. Gewehr, Granatenwerfer, Sprengelschuss ab. Ach, ich glaube, ich nehme das hier noch. Ach nee, ich bin wieder zu arm. Toll. Oh, ey. Laser. Dann nehmen wir das da. Das gibt's nicht auf dem freien Markt. Noch lange nicht. Ist absolut neu. Schön für dich. Und Granatenwerfer noch. Sei vorsichtig damit. Granatwerfer, der Sprengelschuss. Okay. Also eigentlich fehlt uns noch das. Und was war noch? Und das hier. Aber wir sind jetzt wieder arm. So, jetzt sind wir fertig mit unserem Shopping-Tour. Werde ich mal die Waffen an mir nehmen. Welche wartet jetzt hier? Die hier? Sieht so aus. Vorbote. Ich glaube schon, dass er das ist. Die behalte ich mal noch. Aber warte mal. Wie will ich die auch aufrüsten? Große Trommelmagazin. Ja, gibt's hier nicht. Ah, toll. Ja. Na denn, werden wir uns jetzt auf dem Weg zu Jonah machen. Und zwar hier. Zum Kammlinie. Also, bis baldo. Oh, hier sind wir. Jonah! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay.
Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh, liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Zum Henker kommen wir durch das ganze Eis. Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verbunden. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Okay. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht es dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Breitblattkletterpfeile. Yay, jetzt kann ich irgendwie hoch hinaus. Oh, Lara. Wenn ich dich so sehe, ich meine, sieht ja geil aus, aber bei der Kälte, du musst hier unbedingt was Warmes anziehen. Oh, wir sind ja jetzt schließlich... Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Mhm. Aber wenn sie glauben, dass er etwas weiß, lassen sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Oh.
Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Natürlich. Wir müssen jetzt Jonah retten, aber wir ziehen uns erstmal was Warmes an, weil es kalt. Wenn die alle schön sind. Ah ja, sehen sie wohl. Sieht doch ganz schnieke aus. So. So. Genau. Jetzt müssen wir die Pfeile hier nutzen. Denn da hoch. Nochmal hoch. Ja. Wir brauchen keinen zweiten. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Nee, die sind. Was soll das denn sein? Da hinten. Komme ich da überhaupt hin? Na. Egal. Wo kommen wir da überhaupt hin? Nö. Na, gut, vielleicht ein andermal. Wir gehen jetzt nach zu dem Gulag da. Wir wollen jetzt den lieben, treuen Jonah befreien. Und nochmal. Hier sind wir also. Sturm kommt auf. Ja, wir machen ja schon hinter hier. Beruhigen Sie sich. So. Guck mal, wo wir jetzt hingelangen. Zu unserem Waffenhändler. Oh, hätte ich das gewusst. Hätte ich das natürlich jetzt gemacht. Ja, ich habe Kletterpfeile, ich weiß. Oh, was springt die jetzt da drüber? Nur hoch da! Nach oben musst du gucken, Lara. Ach, vielleicht habe ich die auch falsch. Springt ja schon wieder vorbei. Sag mal. Sag mal. What's going on? Hier. Pflanze ich den halt dahin. Ey, wollen die mich verarschen? Oh, tut doch gleich so. Ja. Lara! Ja! Antworte mir! Mach ich doch. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara! Sei nicht tot! Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo.
Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Eine abgefangene Funkübertragung von Jonah. Trinity muss ihn überwacht haben, als er mir in das Tal gefolgt ist. Genau, das war nämlich davor. Wenn er wüsste, dass wir hier wieder zurückkommen. Gut, Schrotflinte haben wir auch alle beisammen. Nun, nimm sie dir. Also jetzt wird es langsam wirklich stürmisch. Oh, müssen wir hier wieder hin. Ja, ich bin ja dabei. Arme Lara. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Ja, durch Anna wissen die halt, dass Jonah ihr bester Freund ist. Oder ist es ihr Lover? Nee. Glaube ich nicht. Hui. Hier unten liegt nichts. Ja. Trinity aufspüren. Okay. Ah, nein! Ich dachte eben, das wären hier diese anderen Dinger hier. Jonah muss irgendwo da oben sein. Quelle. Liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet?
Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Warum suchen die sich einfach keinen Arzt für ihr Husten? Dann ist sie gut. Dike, ja. Er will mehr oder weniger die Quelle für seine Schwester haben. Und natürlich für die Macht. Oh, ist hier ein Eichhörnchen eingefroren? Oh, mein armes Eichhörnchen. Halt, warte. War hier noch was? Ja. Spuren. Oh, ein Hirsch. Noch ein Eichhörnchen. Aber für zwei Punkte da. Ah, ich weiß nicht. Noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. Der eine steht da, der andere steht da. Ob der ist pullern? So was hören die nicht, ne? Wenn ich durch den Schnee renne und die kille. Was ist passiert? In diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das nötig? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Und renn doch mal. Okay.
Bin jetzt euer Problem. Da hast du recht. Nein. Komm da nicht ran. Nein. Ja, ja. Komm. Komm in der Mitte. Ich hatte schon die ganze Zeit Kontakt mit euch. Hätte ich doch gerade geraubt. Ist hier noch irgendwas in den Bäumen? Das muss ich auch mal nutzen mit dem Gift da. Okay, da ist ein Nest. Ich muss mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Oh Mann. Ah ja. Nee, glaube nicht. Ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. Mir reicht es hier langsam. Geduld. Wenn wir hier Erfolg haben, können wir hingehen, wo wir wollen. Ja, wir achten an das. Wir haben ihn zur Wetterstation gebracht. Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Renner den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen sie wieder etwas zu deutlich. Ich weiß es nicht, aber sie haben. Sorry Leute, aber ich bin hier völlig in Konzentration. Sind noch welche? Ich wollte eigentlich ihn hier machen. Nee, von hinten mag ich es gar nicht. Jedenfalls nicht so. Danke, dass du für mich... Was war das denn? Ist klar. Was? Es ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Das war, woher weißt du, bist du bei Trinity? Oder haben die schon alle Handys?